Hallo meine Freunde, willkommen zurück in We Rising. Heute mit Khan. Hallo Khan. Ne, ich brauche Hilfe. Wir wollten den Nikolas killen. Ich, allein ich, Bock am nicht, geht nicht. Jetzt habe ich mir Hilfe geholfen mit von Khan. Ist mein Sohn, der Timmy, der macht es. Pro-Gamer schlechthin. Wenn es der nicht bockt, dann brauche ich es auch nicht probieren. So, genug gelobt, gehen wir mal. Ken, bitte, ja? Was? Ken, nicht Khan. Entschuldigung. Hört sich deppert an. Gut, Ken. Doch, Khan, kann man ja nicht wissen. Ist da Punkte auf der Map, wo wir hin müssen? Ja. Es gibt ja auch, übrigens, wenn die Soundqualität heute schlechter ist. Ich habe ein Treiber-Update gemacht. Jetzt geht mein Road Podcast dann immer. Ich habe jetzt ewig rumgespielt, aber Timmy ist extra jetzt eingeloggt, damit ich, also der Khan, Ken, damit er mir da hilft dabei. Und jetzt. Und warte schon eine Stunde. An Scheiß, so lange nicht. Eine halbe, dreiviertel. Nee, und jetzt werden wir geschwind den versuchen zu erlegen. Dann werde ich die Aufnahme unterbrechen, mich mit dem Mikrofon weiterspielen, aber dann kann er derweil was anderes machen. Also laufen wir mal. Du bist gegen den Stein gelaufen. Ja, weil die zwei Wölfe gleich ausgeschaut haben nebeneinander und ich glaube, ich bin der andere. Ja. Alzheimer ist so schön. Ah, warte mal, ich habe 0 Blut. Hast du irgendein Blut? Ja, 5%. Ich habe letztes 100% Barbar gehabt. 100% Schurke für uns, das ist meiner. Danke. Was krieg ich? Also, kannst du da was suchen? Ich will mal irgendeinen haben, weil sonst kann ich mich nicht heilen. Bist du deppert? 100% habe ich nicht gehabt. Ich schon, Barbaren. So, was kann ich jetzt alles? 10 bis 20% Chance auf einen kritischen Treffer, Bewegungsgeschwindigkeit, reduzierte Abklingzeit der Reisefähigkeit, 100% Chance auf einen kritischen Treffer beim nächsten physischen Angriff nach Verwendung einer Reisefähigkeit. Ich schau mal, ob da noch irgendwer. 50% beim kritischen Treffer. Warte mal, warte mal. Nicht angreifen wollte ich nur sagen. Ich will nur schauen, ob da für mich was dabei ist. Ich hätte gern den Krieger da. Stärkt alle oben genannte Effekt um 30%. Bist du wahnsinnig? Ich schätze mal die Wolf vom Ziel als Reisefähigkeit, oder? Ja. Na, die Reisefähigkeit ist die Leertasten. Achso. Fällt immer unter Reisefähigkeit. Weiß nicht warum. Oder? Bist du sicher? Ja, steht, wenn es auf dem Tastenmenü geht, steht da bei Reisefähigkeit, erhöhte physische Kraft habe ich jetzt. Warte mal, wenn du rechts aufs Birkel gehst, steht ja unter dem mittleren Ding immer Blutschleier, Reisefähigkeit. Ah ja, Reisefähigkeit, okay. Du Noob. Also kritisch nach jeder. Nach jedem Mal dodgen. Du Noob, für was habe ich die Miet, wenn du das nicht einmal weißt? Ja, Entschuldigung. Ich habe leider noch nicht 100% gehabt. Komm her mal zu mir, ich zeig dir was Tolles. Hallo. Du bist dick. Danke. Der Bär ist aber cool. Der Bär hat Widerstand und großen 15% schnelleres Laufen und kann schwere Steine kaputt machen. Und du kannst mit dem Kupfer bauen ohne Werkzeug. Was ziemlich unnötig ist eigentlich, weil es ja eh immer Werkzeug mit hast, aber... Bist ein Druide. You know what I mean. Schau dir das an, mit mir sind alle hinig sofort. Mhm. Muss gar nichts mehr machen. Ja. Ich kann dir aber mal den Typ mal lang legen lassen, was willst du? Schau mal, was er lang kann. Du schaffst das wahrscheinlich eh. Nur ich nicht. Pörst, du hast den Typen da leben lassen. Ja, ja. Für dich, das auch was machst. Ja, was tun hab. Was? Steppe, das kritet bei mir alles. Wegen 100% Schurke. Na gut, mit 100% Schurke hätte ich das wahrscheinlich auch geschafft. Ja. Und ist er jeder drin? Siehst du ihn schon? Na, da sind nur Mobs. Irgendwo. Die rennen da rundum, da müssen wir noch killen. Da oben ist er. Nein, da nicht. Ist er nicht. Die musst killen. Geh auf, ich mach's tot. Wieder mal looten. Hä? Hey. Was war da? Nix. Ich glaube, ich da nichts. War wirklich nichts Wichtiges drin.
Ja, schau dir die Aufnahme an. Du kriegst es aber nicht offline, du kannst es nur online anschauen. Das ist auf meinem Kanal und ein Like da lassen. Alles außer das. Und Daumen runter. Du hast meine Lootbox gefladert. Geh, yeah, fick dich. Ich mach das schon für dich. Müsst du mal lang, ich wirklich probieren einmal. Von mir aus? Ich sehe immer noch. Dann müsst du aber auf den Respawn warten, damit ich dann den auch krieg, falls er für mich dann nicht zählt. Ja, du schaffst das schon, ich bin fair hier in der Kiste. Grabstab, Rubin, Papier, Amethyst, Schneeblumen. Yeah, 50 Knochen. So, lebt hey, der Boss? Da oben. Ich dachte, er ist auf dem Thron oder so. Also, ist das ein Thron da oben? Warte mal, ich will noch jetzt mit meinen Fähigkeiten umstellen. Ich hab diese komische eine Fähigkeit, damit die ich eigentlich gar nicht will. Lohnt sich der Parry bei dem Boss? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Was hab ich denn da mitgehabt immer? Alter, ich bin Pfosten. Nikolaus, der Gefallene. Bist du, was hab ich denn da immer auf C mitgehabt, auf der C-Fähigkeit? Für einen schnellen Sprint in die Angeben. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht einmal mehr, was ich da mitgehabt habe vor kurzem noch. Ich glaube, das war bei Blut der Blutrausch habe ich mitgehabt. Der ist nämlich cool. Okay. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 25% für 4,5 Sekunden. Und schützt dich selbst und Verbündete in der Nähe für 110% deiner Zauberkraft. Das ist eigentlich recht cool, das Ding. Ja. Seppert, warum mache ich manchen Bäumen so viel Schaden? Warte mal. Nimm doch das Chaos mit. Oh, geht schon. Ich schau dazu. Ja, passt. Aber ich kenne den noch nicht, was der macht. Macht er noch mehr? Ehrlich schon. Was ist das jetzt? Oh, also. Oh, die kommen zu mir! Na super, jetzt ist kein 1v1 mehr. Steppert, will der noch ein bisschen mehr spawnen? Da braucht man ja Wirbelwind, dass man das schafft, oder nicht? Ich hab's nicht geschafft, ich kann's doch nicht sagen. Ich kann das sagen, bei mir kommen auch welche. Die kommen sogar damit runter.
Oh, jetzt sind die alle bei mir gespawnt. Lass uns kein 1v1 machen. Doch, lass ich die. Hey, da kommt schon wieder einer. Na, da kommen 5 bei mir, Alter. Warum hab ich Angst? Das? Frage ihn. Hab ihn. Ja, nimm ihn, du. Hast ihn ja auch dann erlegt. Du 1v1. Au. Gibt schwere Posten, muss ich sagen. Du warst auch fast tot, gell? Und ich habe auch mindestens 10 Ads weggezahlt, weil die immer bei mir gespawnt sind, rund um Grenzen. Ja, die hätten ja nichts gemacht, hätte ich einen Wirbelwind durchgemacht. Wo sammelt jetzt alles ein? Ich habe irgendein Rezept bekommen. Ja, aber das gefrorene Auge. Sollte es bei mir jetzt auch eigentlich, weil da daneben war? Weil irgendwie habe ich da. Noch die Mission links oben? Na, aber die habe ich schon öfter mal nicht gehabt und war trotzdem da. Das ist irgendwie so buggy. Ja, machen wir zur Sicherheit aber nochmal. Ja, machen wir nochmal. Weil ich habe mir jetzt auch nicht Blut gesagt. Und jetzt zu zweit, dass du nicht so anstrengen musst. War ja deine Welle von 3 unheiligen Tierwelt. Wodurch der erlittene Schaden um 25% für 5 Sekunden erhöht wird. Welcher erlittene Schaden vom Gegner oder von mir? Da, schau mal her. Siehst du das bei mir da? Das Link. Ja. Das habe ich gemeint. Das ist so ein Rezept, was du im Forschungsteam gemacht hast von Lagerregalen. Ja, und das, so eins hat mir der Boss gerade gesagt. Ja, genau. Und deswegen habe ich gesagt, hau alles zusammen. Das ist gerade aus einer einfachen kleinen Vase rausgekommen. Deswegen sage ich, ruiniere alles. Das war ja nicht in einer kleinen Vase drin. Und das habe ich schon ein paar Mal jetzt gehabt, dass das irgendwie. Und immer in der Nähe vom Bossen. Jetzt auch wieder da. Bei Holz farmen. Oh, das hört sich cool an. Was? Ist ein Gegner bei dir? Nö. Ist noch kein Respawn, aber der kann nicht lang dauern, der Respawn, weil jedes Mal, wenn ich gestorben bin, herkommen bin, waren sie wieder da. Komm mal mit. Wohin? Nein, nicht zum Gegner. Wer kann er mehr sein? Da werden immer viel Gegner sein. Jetzt da unten, schau. Hier Barriere. Oh. Keiner hat hier reingeschossen. Kommst du auch? Nein, ich will nicht. Ja, ich komm. Schau, warte, der hat mit. Jetzt habe ich 2 Skelette beschworen. Zum Ablenken sicher cool, die Mörder Damage werden sie nicht machen, ne? Naja, 16 pro Angriff. Schau, jetzt schießt der wieder daher. Ah, noch ein Skelett. Zack. Aua. Kann das eigentlich sein, dass Untote auf diese Schattenfähigkeiten da anfällig sind? Weil dieser lilane Schuss macht irrsinnig viel Damage auf die. Wie viel Schaden war das? Warte mal. 36, 33. Das ist wirklich viel. Eigentlich so gesehen. Ich höre das viel. Schau, die hast nur, weil ich die mitgenommen hab, dass du mir hilfst. Naja, wirklich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser ist als mein Block, weil. Also mein Ding da halt. Die Kontern. Achso, du hast du das Konterfähigkeit noch mit? Ich hab Frenzy mitgehabt immer dann. In der ganzen Menge. Das aktivieren, dann hielst du dich um 10 und jeder wird weggeschubst. Ich finde immer, dass das Blut von den Barbaren völlig über von Barbaren völlig overpowered ist. Wie 100% von dem gehabt habe, habe ich mich geheilt, wenn ich einen killed habe, geheilt, wenn ich hingeschlagen habe und das Ganze um 30% verstärkt, da war es nur mehr Heilung gehabt. Ist jetzt schon da? Nö. Yes. Ja, ein bisschen braucht er halt, ne? Schlaf gut. Wissen wollen. Nimm die Ratte damit.
kann man kein Duell machen. Weiß ich nicht, aber du kannst einfach dabei Holz farmen. Man braucht es ja immer wieder und da gibt es genug Bäume. Bin aber schon reich. Schon holzig. Warte, habe ich es herausgefunden? Ich habe es herausgefunden. Was? Welche Bäume mir so viel Holz geben? Diese Mini-Scheißbäume. Die mir 200 Holz geben mit 5 Hitze. Also. Hast du hier drauf gekommen bin? Ja. Wie man am schnellsten oder schnell Holz farmen kann. Ich muss aber schauen, ob sich das mit der Menge rentiert, ja. Da rennen ja diese Steingolems rum, ja. Die habe ich letztens aber nur in den Wald gepult, der haut am Boden und aus fallen in der Umgebung für alle 5 Bäume um. Alle. Die fallen mit One-Hit um und überall liegen dann so Holzpakete am Boden. Manche waren aber urwenig drin mit so 10, 15, 10 und der eins dann mit 160. Wenn der die gleiche Menge rausklopft, nimm mir mal so einen Golem und geh mit dem einmal Holz farmen, weil der reißt den ganzen Wald nieder mit Anschlag. Aha. Fischen war ich auch schon letztens. Was gibt's denn? Fische? Fische. Kriegt man meistens beim Fischen. Da unten ist Respawn gerade. Dann habe ich Angst allein hier. Komm wieder. Bin verlangsamt. 11 Schaden. Das ist eine Scheißfähigkeit. Weil ich sterb gerade und jetzt, gell? Was? Aua, ich auch. Weil ich eine Fähigkeit habe, die keinen Schaden macht. Oh, hallo. Hallo. Die Fähigkeit tausche ich ganz schnell wieder aus. Man muss aber dazu sagen, mit einem 100% Schurken hast du jetzt auch leichter gehabt. Du warst ja vorher schon auf einen Zentimeter Leben unten. Ohne dem 100% Schurken war jetzt vielleicht auch ein bisschen knapper kämpft. Ja, ganz sicher. Nein, sag ich nur, weil, wenn man doch, es gibt's ja nicht. Du bist auch weit runtergegangen, aber nicht gestorben, ne? Aber, weil ich mir das anschaue, dass du ja 100% Schurkenblut hast. Kein Blut mehr. Ratte. Ich hab da ein Problem, glaube ich. Wieso? Weil ich da, wo ich geflüchtet bin, auch ein paar Gegner gefunden hab. Was macht der Blut wahrscheinlich? Der kommt mir ziemlich unnötig. 45%, 25% mehr Attack Speed. Sonst nix. Und heil auf, schützt dich vor Damage für 110% deiner Zauberkraft. Wird vielleicht besser, wenn du mehr Zauberkraft hast. So, jetzt heile ich mich mit was anderem als Blut. Wie diese Ungeziefer-Suppe damit. Ich auch. Der Typ da schon oben? Skelette. Level 1 Skelette. Dann wird der bald kommen. Nicht? Was? Ja, man dachte, die kehren eigentlich zum Boss, aber doch der Puls jetzt alle. 70 Schaden macht das hier. Müssen wir sowieso nur heilen. Ich habe gar kein Blut. Null? Also, keine Gruppe von Blut. Na dann, willst du ihn nochmal lang nicht probieren? Ja. Willst? Also, schaffen tue ich sicher. Aber Zeitverschwendung. Ja, na pass. Greif mal an. Warte mal, ich bin nicht geheilt. Warte mal. Das ist dieser Dämon. Ja, ich will nicht mehr Blut verschwenden, dann ich brauch das vielleicht im Battle. Geht's? Du siehst mich, hab ich schon voll live? Ja. Ja, jetzt, ja. Der ist jetzt schon hinig.
Hinnig würde ich ihn jetzt nicht gerade nennen, aber. In dem bin ich letztens die ganze Zeit reingerannt. Das hat nicht. Schon wieder, schau, ich hätte schon wieder reingerannt in die. Wie machst du denn das? Absichtlich? Na! Der greift wahrscheinlich nur mir, aber weißt du, was du tust? Mit Skelette spielen oder? Wer steht da bei mir? Also die Totenköpfe greift jeder an. Die Totenköpfe schon. Aber die Skelette daneben nicht. Also ich halt nur mehr aus, ich bin schon wieder fast hier. Ja, der kommt, der greift schon wieder mir an, der Sack. Der weiß halt, wen er als erstes fokussen muss. Ja, mich, den Stärkeren. Genau. Größere Gefahr eliminiert man immer zuerst, oder? Naja. Jetzt bin ich gleich tot. Kann man nicht einmal heilen, weil beim Heilen jetzt gerade hat mir auch so ein ganz Skeletter Bogenschütze angegriffen. Toll. Jetzt sollte er den Counter mitnehmen. Na, war ja easy, oder? Nein, irgendwas mache ich da falsch. Sammeln anscheinend, ich habe immer das Bedürfnis, das einzusammeln. Vielleicht sollte ich die grünen Totenköpfe nicht einsammeln. Warte. Mein Herz. Wie hast denn dein Buch? Mist Signet? Hä, hey, hier unten ist ein Fremder. Was meinst du für ein Buch? Das, was man da jetzt gekriegt hat. Mist, disgusting. Weil ich hab jetzt eins. Auf Deutsch, das gefrorene Auge. Ich hab's auch auf Deutsch gespielt. Nur steht das bei dem anderen nicht dabei, nur der eine Tooltip nicht. Hä? Das eine heißt Sortiment von Lagerregalen und das andere heißt Mist Signet. Bring this book to a research desk. Ja, ist einfach ein Boss kriegst, hast du wahr, oder? Nein. Ich hab das gefrorene Auge bekommen. Hast du es, wie kriegt jedes Mal anders Bierchen pro Boss? Ja. So ist auch scheiße. Ja, dann könnte man den aber farmen, dass wir mehr haben. Und ich habe auch zwei Kreten bekommen. Wer ist denn der Typ da? Ja, ein Fremder. Ich kann am hauen, aber krieg kein Damage. Ich meine, ist mir klar, aber weil ich höre so ein. Ich höre diese komischen Geräusche, wenn er Blüten bluten wird. Ich kann dich auch hauen. Ja, schlagst du durch, oder? Da kommt ja kein Blut, oder? Das weiß ich nicht. Es kommt auf jeden Fall Hitbox-Ding. Willst du ihm helfen dann? Na, da kommt der zweite, noch einer. Was bist du? Ja, hallo. Weil der im Endeffekt mit. Achso, jetzt ist 41, okay, gut, dann. Na gut Leute, ich unterbreche hier mal, wir haben den Boss jetzt ja erlegt. Ich alleine hätte wahrscheinlich nach dem fünften Try auch hingekriegt. Khan hat ihn gleich hingekriegt. Aber der hat auch die Schurkenfähigkeit gehabt, sonst wäre er vorher auch verreckt. Und du hast ein Zentimeter Leben vorher gehabt, so einen kleinen Balken und ohne die 100%. Aber ohne 100% Schurke hättest du da immer den ganzen Kampf vielleicht schon mehr verloren, weil du ja viel Fähigkeiten dadurch gekriegt hast. Also es wäre sie vielleicht knapp ausgegangen. Ja. Jedenfalls. Er ist auf jeden Fall besser, sieht das wissen wir eh, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, er wäre vielleicht draufgegangen. Das ja. Weiß ich aber nicht. Er müsste mal nur mit der Blutgruppe unbekannt rumrennen und den Namen machen. Aber jetzt kennt er ja schon, ist er gemein. Okay, ich unterbreche mal, wir sehen uns da gleich wieder, vielleicht dann schon mit einem anderen Mikro. Okay, wir sind zurück von unserem Ausflug mit Timmy. Das Mikrofon, das normale, geht wieder. Ich bin draufgekommen, das hängt irgendwie mit Discord zusammen. Habe ich Discord gestartet, dann startet das Spiel nachher, geht's nicht. Nehme ich einen Desktop auf, geht's. Starte ich Discord, startet das Spiel, geht's nicht. Beende ich das Spiel, beende Discord, starte das Spiel, geht's. Gehe ich aus dem Spiel raus, während es rennt nach Windows und Ding. Und statt Discord geht's mit Discord und Ding. Dem Mikro, ich glaube fast, das hängt irgendwie mit dem exklusiven Zugriff im Windows zusammen. Da gibt es eine Einstellung dafür, ich muss mir das mal anschauen.
Jedenfalls hat es mich mords geärgert und ich ärgere mich noch immer grün und blau, damit ich den Scheiß jetzt hab. Das habe ich auch hinkriegt, dass das jetzt die Maustaste macht. Ich ärgere mich grün und blau wirklich. Das ist nervend. Jetzt habe ich da eine schlechtere Tonqualität und na, für den Arsch und Friedrich. Huren Discord. Aber okay, gut. Machen wir weiter. Wir machen den Banditenkönig. Den werde ich jetzt deswegen machen, weil der eben die Schmiede bringt und dann wird das Schloss umbaut. Dann wird da vielleicht weniger Tragisches irgendwo in der Gegend sein. Der Schmiedekönig sollte sich nach Adam Riese. Das war was anderes. Nee, warte mal, da war der. Das sollte sich dann eigentlich irgendwo hier befinden. Hier. Also werden wir da jetzt mal hingehen. Da kommen wir aber von dem Portpunkt besser hin. Also marschieren wir da hin. Ja. Nervt mich ungemein, dass das nicht funktioniert hat. Wirklich, ich könnte das da hart fahren. Ich scheiße, da will man, da wollte ich einmal was mit dem Timmy machen. Und dann geht die Scheiße die ganze Zeit nicht. Ich zucke aus mit dem. Ich habe mir echt schon gedacht, ich schmeiß das, nämlich ich war schon kurz davor, dass man denkt, ich nehme dieses scheiß Mikro und haus weg. Und was ist im Endeffekt? Windows war schuld dran. Danke Microsoft, danke Billy. Mittlerweile ja nicht mehr Steve Ballmer, den gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja der Sander irgendwas Typ oder wie der jetzt auch immer heißen soll. Danke jedenfalls dafür. Kriege auch überhaupt keinen Nervenanfall mit euch. So, weil dann werden wir auch die Ratten hier mal in die Base bauen. Im nächsten Part werden wir wirklich Base Building betreiben. Ich freue mich schon so aufs Base Building und muss mich selber so zusammenreißen. Es wirklich. Ich reiß mich so zusammen, dass ich mir wirklich denke, ja, ne, Aruja, das geht schon, machst das noch. Das brauche ich nicht. Geh weg. Geh weg. Ja, es ist das vom Timmy noch. Wissen wir mal. Schauen wir mal, wir haben nicht mehr allzu viel Blut, ob wir noch irgendwo Blut herkriegen. Wir kriegen wohl Blut her, aber im Sinne von gutes Blut. Oh, was haben wir denn hier? 50% Schurke. 50% Schurke sehe ich auch gut. Ja, ich zeige euch was. Hehehehe. Schurke. Ja, den hätte ich gern. Ja. Erledigt! So, jetzt haben wir mal Schurkenzeug. Dann werden wir sich jetzt da. Reicht das schon? Ja. Ich krieg das Kreuz von Timmy nicht weg. Der hat das dahin platziert. Das nervt mich jetzt zwar ein bisschen, aber. Glaub, wir müssen zum Oberen. Gehen wir mal da durch. Vielleicht gibt es ja da noch ein paar tolle Sachen irgendwo. Ein Prozent Barbar soll scheißen gehen. Der bringt mir zu wenig. Wie gesagt, immer alles kaputt machen. Ich habe vorher in der Nähe von einem Boss wieder so ein Buch mit Rezepten gefunden. Das, was im Endeffekt da war, ein Weeblood. Achso, es ist die Tusse. Killen wir die noch? Ja, killen wir schnell, wenn wir schon da sind. You're looking a little hot-blooded. Let me cool you off. Bam! Ja, mit auf der Maustaste mit dem geht dann wesentlich besser. Tun wir da viel leichter. Mit meinem. Bis dort irgendwo.
du für einer? Geh weg. Ja, ich freeze, aber ich freeze dich mit. Hallo. Ich seh dich. Bam. Nichts Tolles fallen lassen? Naja, wurscht. Was haben wir hier? Barbar 9, Schurke 11, 81er Schurke. Mir wäre der Barbar fast lieber, aber ein 81er Schurke ist schon heftig. Geil. Ich weiß, ich krieg Damage, aber 81er Schurke, naja. Außerdem ist mein Blut ist wieder voll, ist ja auch was. 81 ist schon recht viel. Ah, das letzte ist sich nicht ausgegangen. Der 81er Schurke ist cool, aber es ist jetzt nicht so viel, dass ich mich nicht heilen würde. Wenn wir könnten auch von 9 das hier mal nehmen. Blood Moon! Was bringt man da eigentlich? Steigert den Effekt einer aktuellen Blutgruppe um 20% erhöht und Bewegungsgeschwindigkeit um 10. Cool! Das heißt, im Notfall greifen wir beim Blutmond Leute an. Prozent per Bahn. 1-2%, das ist das jetzt nicht recht ergiebig. So, hier irgendwo sollte der Typ rumkrebsen. Oder ist das so ein Roaming-Typ? Klopf mal an. Ja, hier irgendwo muss der sein. Ich glaube aber fast, dass der Pfeil nicht stimmt und man muss da runter. Würde ich jetzt fast mal sagen. Prozent Baba. Das sind die 2-3-1% Typen da. So, das da unten schaut man eh und dann nach dem aus, wo ich hin muss. Also gehen wir einfach mal da runter. Und wenn sie alles tötet hier bis auf den Wolf, den Warnungsschritt mitnehmen. Hallo! Nee, bleib da.
Ich könnte auch wesentlich mehr von den nähern eigentlich und dann einfach töten, statt sie mitzunehmen. Gut, hier scheint nichts wirklich Tolles zu sein. Massenräuber. Ja, ich gebe es auch zu, ich gebe mir jetzt nicht wirklich gerade viel Mühe. Deswegen schlage ich auch einfach nur so ein paar Jahre auf sie drauf, weil sie wirklich jetzt auch nicht wirklich eine Gefahr halt darstellen. Aber da muss irgendwo der Banditentyp sein, aber es könnte sein, dass der rumroamt und wir müssen den suchen. Der schaut schwer aus. Autsch! Bin noch im Battle? Jetzt bin ich nicht mehr im Battle. Sehr schön. Heal! Ja, jetzt habe ich wieder ein Problem. Der Typ sollte doch irgendwo da rumkrebsen. Mein Fehler. Mein Fail. Er ist hier. Ja, was ist noch so ein Pfeifer, soll ich noch was rein? Das habe ich jetzt so verpeilt. Ich habe da eh auf die Map am Handy und habe das irgendwie. Es, man möge es mir verzeihen. Ich bin nachher immer noch so overwhelmed oder wie heißt das? Überwältigt, völlig von dem Spiel, was das eigentlich alles kann. Was mich eigentlich alles kriegt, ist schon richtig krank. Man kann, was man da machen kann, man sieht, ich sehe das Schweinezuchten, ich sehe Schafszuchten, Pferde, Getreide zum Anbauen, Blumen anbauen, man kann das so unendlich viel machen, dass es schon nur mehr eine Freude ist. Alles, ob ich mich da einmischen soll. Misch mich halt mal ein. Au! Der hat einen harten Schlag. Frage ist. So, jetzt stellt sich jetzt wirklich die Frage. Haha! Erlegt? Oder du lässt nichts fallen?
Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich wirklich schwer enttäuscht. Da kämpft er sich wie ein Idiot da durch und dann lässt er nichts fallen. Das ist ja wirklich. Sprengstoff benötigt. Das ist überall so, weil dann brauche ich da wirklich Sprengstoff. Wäre cool, wenn es so ist. Mal was Massiveres dann. Das heißt, um zu den Vollpfosten reinzukommen, brauche ich Sprengstoff. Okay, warte, ich hole Sprengstoff, bin gleich wieder da. Gut, wir sind zurück mit Sprengstoff. So, schau mal, was können wir jetzt machen? Geht das jetzt von alleine? Nee, 7? Platzieren wir hier mal Sprengstoff. Macht der jetzt von selber Bumm oder was muss ich da jetzt was drücken? Bumm. We're in! Let the party begin! Wir werden jetzt alle nacheinander da ausräuchern, weil es besteht die Möglichkeit, dass das jetzt ein bisschen schwierig wird. Vor allem, wenn ich mich da schon rein kämpfen muss, könnte es sein, dass das doch ein bisschen heftig wird. Ja, geht's, schleicht euch alle, habt schon recht. Ja, geht. Ich habe euch gerade rausgeholt da, was ist mit euch? Und ja, ich weiß, man kann das nur. Ah, das ist eine Kiste. Man kann sich auch eine Menschenform ja aneignen. Und dann mit der Menschenform sozusagen den normalen normal reden, aber so weit bin ich nicht. Noch falsche Taste. Ja, ihr Deppen, ihr könnt ruhig alle gehen. Läuft doch gerade, oder? So, das ist nur die Frage. Sieht man alles, was wir da sehen? Oder töten wir nur das, was wir töten müssen? Ja, wir wollen ja eh Loot, wir töten mal einfach alles. Warum mache ich das jedes Mal? Kann man das so sagen? Okay, läuft, ey, was ist mit dem? Kann ich das nicht schaffen? Nee. Und hier da drüben lassen wir in Ruhe. Wir wollen ja prinzipiell mal so einen Typen darauf. Ja. So. Jetzt stellen wir noch was zum Trinken her, weil das wird jetzt heftig. Also ich glaube halt, dass das jetzt heftig wird.
Aber ich muss mich da oben jetzt schwerst konzentrieren. Weil wenn man die anschaut, da wird das jetzt ein bisschen... Wenn da noch ein paar mehr kommen, die mir auf den Sack gehen. Gut, dann diesmal nicht ohne, diesmal ohne Wirbelwind. Geff! Nee, das war jetzt Absicht. Das hätte ich jetzt normal schon hinbracht. Aber beim nächsten Mal ohne Wirbelwind, okay? Das ist Schmiede und alles mögliche. Eine Truhe. Was haben wir denn da alles? Ein Buch dekorative Steinmauern. Bücher nehmen wir doch immer gern mit. Wir sind ja aber richtige Bücherwürmer mittlerweile. Ich schlag das deswegen alles tot, weil ich habe da wirklich schon so Bücher rausgekriegt überall. Inventar ist voll. Toll. Jetzt schon! Wie breit der Wild hat. Pfeift er das ran? Schade ja nicht. So, was sind wir da Unnötiges? Das brauchen wir nicht. Holz brauchen wir eigentlich auch nicht, aber ich mag das ja. Ja, Glas brauchen wir schon eher. Unter. Ja. Holz weg. Mir tut das immer im Herzen weh, habe ich schon oft erwähnt, wenn ich da so Sachen wegschmeißen muss. Kuckuck! Hallo! Einer weniger. Das Coole ist, dass sie das nicht mal interessiert hat gerade. Das Gute ist, wenn man schon viel mit hat, kann man da immer genug mitnehmen, weil die Stacks, in dem Spiel sind die Stacks wirklich hoch und das finde ich wirklich gut. Ich habe eigentlich schon auch, es gibt schon auch das Problem mit, was nehmen wir mit und was nicht, aber das gibt es bei weitem nicht so arg wie in anderen Spielen. Also Mata, wenn ich mir da anschaue, Planet Crafter, da weißt du schon oft nicht mehr, wo du anfangen sollst. Sun is rising. Sun? Nö. Ja, Kuckuck! Ja, ich bleib da mal da stehen, okay? Ah, oh, Faden ist immer gut. Den habe ich schon ein paar Mal gebraucht. Ich kann ihn eh noch nicht herstellen, da ich die Schneiderei noch nicht gebaut habe. Ist ja wirklich nichts dabei, was ich wegschmeißen könnte, was mir jetzt völlig egal wäre, wie die zwei. Na gut, die zwei Leder, oh ja. Einfach Sägeholz. Sägeholz kriege ich hier und da, das ist ja gerade so. Boss incoming! Ja, da schaut jetzt ein bisschen böse aus.
So, was ich jetzt die Frage stelle. Ein Typ hat ein Schild. Ein Typ schaut aus wie ein Nahkämpfer. Und wir haben gerade eben eigentlich einen über 40er Wee Blood Platt gekriegt, der was auf dem Weg rumrennt ist, der heißt Tristan, der irgendwas. Den habe ich auf dem Weg hierher gefunden, das ist aber nicht in der Aufnahme drin, von daher wisst ihr jetzt nicht genau, was ich meine. Aber ich denke mal, mit 8 ist die Heilung, aber wir werden da nicht weit kommen damit. Schauen wir mal. Knallen wir einfach mal rein. Morgen! Ja, das hat schon einen Grund, warum die Säulen da sind. Anscheinend hat es den nicht. Charge! Irgendwie hat jeder Gegner gefühlt einen Charge. Ja, ich probiere gerade dir zu zeigen, was ich kann. Bumm. Aua! Zuckt aus! Ha! Dazu muss man aber ehrlich sagen, so wirklich gefährlich war es nicht. Leute! Ich schreie es nicht gerade, weil wir den Boss jetzt besiegt haben, so ein Ding, sondern weil wir jetzt die Rezepte für die Schmiede haben mit Eisen und ich denke mal, dass das doch schon ein Fortschritt ist und jetzt werden wir dann endlich mal die Base umbauen. Im nächsten Part werden wir die Base ausbauen. Mir nervt das, ich stelle hierher, verliere mal Ressourcen etc., weil ich eben die ganze Zeit herstelle, obwohl ich eigentlich schon weniger Ressourcen brauchen könnte fürs Herstellen. Und jetzt haben wir es. Was hat denn der noch hergeben eigentlich? Jetzt könnte man da ruhig zeigen, wo das ist. Okay, also mit Blut. Nö. Unheilig? Nö. Illusion? Nö. Chaos für eventuell. Wo ist auch Chaos? Von Chaosbarriere. Das ist ein Charge.
Ne, das will ich nicht. Chaosbarriere will ich auch nicht, das habe ich schon. Wir bleiben, glaube ich mal so. Weil mehr tut sich da jetzt nicht. Das haben wir neu, das weiß ich. Nee, das, mir gefällt das eigentlich so, wie ich jetzt unterwegs bin. Das Chaos ist cool. Das müssen wir noch kaputt schlagen. Ich hör's halber. Jo Leute, das war's. Wir haben auch den Typen erledigt. So wie viele andere. Auf unserem Weg hierher schon gefallen sind, ist auch er gefallen und es werden noch weitere fallen. Ich werde hier jetzt aber weglaufen. Okay. Der hat nur eine halbe Life da hinten, der ist mir wurscht. Und wir gehen! Boah, der war jetzt so eigentlich nicht schwer, aber das liegt auch daran, weil man die Taktik schnell durchschaut. Man kann ausweichen. Man kann auf ihn schießen. Ausweichen, schießen, mit Wirbelwind durch. Also da muss ich sagen, das ist es wirklich gut gegangen. Glaubt hätte ich es nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, nach der vorigen, wo ich einen Timmy als Ausnahmshilfe gebraucht habe, hätte ich mir eigentlich gedacht, geht es weiter mit Hilfen. Aber nee, da gibt es dann leichtere. Ist ja doch immer jeder anders, jeder Boss. Ja, dich kenne ich schon. Will ich aber nicht haben. Geh weg. Geh einfach mal. Und auch wenn es nur ein paar Meter sind, ich biege hier einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob ich porten kann im Kampf. Dabei bin ich noch im Battle. Und tschüss. So, wir sind in der Base. Wir haben es geschafft. Wir haben alles überlebt. Wir sind nicht draufgegangen. Erneut. Ach, Timmy. Er hat mal diese Blutrosen da anpflanzt mitten da. Die brauche ich eigentlich nicht. Jetzt da. Ich will die auch mal haben, aber nicht so. Leute, ich fühle mich richtig, richtig wohl gerade in meiner Base. Ich weiß, da kann mir. PvE-Server. Ich weiß, hier kann mich nichts angreifen, hier kann mir nichts passieren. Das ist ein richtig schönes Wohlfühlsein zu Hause. Wenn ich einen Khan, also einen Timmy, aus dem Clan raushau, kann auch nicht mehr rein. Auch was. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch gekriegt haben. Aber hier war es sehr gut. Ja. Dekorative Steinmauern. So. Und wir sind bumm, Nägel voll. Alter, da ist so viel Zeug drin. Warte mal, ich kann die wiederverwerten. Das Zeug, was ich schon habe, habe ich in das andere Buch hingelegt. Ich habe da doch irgendwo das Buch abgelegt. Ah, das hier. Kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Es gibt das Buch, ja? Sie hat ein Paper. Mit Paper können wir sicher schick dran. Ah, ist das lang. Boah. Okay. Haben wir hier noch, haben wir noch Bäume mit? Ja, mehr als genug Bäume. Schwefel und Kupfer werden wir auch ablegen.
können ja auch derweil ruhig machen, das ist egal. Aber wir brauchen noch Eisen. Und das da, das habe ich auch. Quarz fürs Glas hätte ich sogar schon. Aber jetzt müssen wir mal die Burg ausbauen, dann werden wir dann oben die Quests weitermachen. Also jetzt ist es soweit, Leute. Im nächsten Part geht's ans Burgbauen. Und ich freue mich schon richtig. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Weil ich finde das einfache Labern so geil. Rumbauen, craften. Ich finde auch die Kämpfe hier wirklich gut. Muss ich dazu sagen. Das schon auch. Aber jetzt geht's einmal. Crafting! Crafting! Crafting. Gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, like, comment. Nicht vergessen. Bis dann und